diese Aktion klappen, erst hier die Demonstration, dann die Umzingelung und die Drachenaktion. Einige wichtige Hinweise. Die den Drachen mitgebracht haben, ganz wichtig, bitte lasst sie nicht hier aus der Menge steigen, das ist zu gefährlich, sondern alle, die den Drachen haben, sollten an die Spitze des Demonstrationszugs, also hier am Ende der Kundgebung, es kommen nachher noch zwei Reden, dann sozusagen sich an die Spitze zu begeben, das heißt an die Brücke hier gegenüber von der Bühne, die Brücke, nicht die Fußgängerbrücke, sondern die Autobrücke hier gegenüber von der Bühne. Dort ist der Wagen der Organisation Campact und dort an die Spitze alle mit dem Drachen. Die werden dann nämlich nicht die ganze Demo mitgehen, sondern einen Abkürzungsweg machen, damit sie, bevor die Demo dort ankommt, auf der Wiese vor dem Reichstagsgebäude die Drachen steigen lassen. Das ist also ganz wichtig für alle mit Drachen. Zur Umzingelung ist zu sagen, damit die gut klappt, ist es wichtig, es gibt da Leute, die haben so Warnwesten an und die haben Megafone und die sagen euch, wie ihr euch so um das Amt von Frau Merkel verteilen könnt, dass wirklich sie am Ende auch eingeschlossen ist. Also bitte achtet da einfach vor Ort auf die Durchsagen, damit diese Aktion wunderbar klappt. Danke. Und noch was? Wir haben für die, die noch freie Hände haben, auch noch eine erstaunliche Pappe mitgebracht, mit der man schöne Dinge tun kann. Diese Klatschpappen, auf denen drauf steht Kohlekraft stoppen und Energiewende retten, die gibt es, wenn die Demo losgeht, von hier am anderen Ende des Platzes, am Stand des Bündnisses. Versucht davon auch welche zu ergattern, wenn jeder oder viele eine haben, dann brauchen wir das nämlich für unsere Abschlusskundgebung, für noch ein lautes und fröhliches Zeichen an alle, die uns zuhören. So, und jetzt wollen wir mit etwas anfangen, was für mich ein ganz, ganz wichtiger und unverzichtbarer Teil von unserer Kundgebung ist. Heute machen wir eine gemeinsame, bundesweite und zentrale Aktion. Aber die Stärke der Bewegung, das ist eben auch an ganz, ganz vielen Orten aktiv zu sein und an ganz, ganz vielen Orten zu wirken für die Energiewende, gegen Fracking, Kohle und Atom. Es geht hier heute um die große Energiepolitik und es geht auch darum, und nutzt diese Chance, es geht auch darum, den persönlichen Energiespeicher ein bisschen wieder aufzuladen. Wir haben hier fünf Menschen, die an fünf verschiedenen Orten in der Republik jeden Tag daran arbeiten, dass die Energiewende endlich kommt und der Energiewahnsinn gestoppt wird. Es sind Mutmachgeschichten, die wir hier zu hören bekommen können. Geschichten zum Mitnehmen und vielleicht auch zum Anstiften. Denn wenn wir in der Fläche so stark bleiben und noch vielfältiger werden, dann ist es ganz klar, dann schaffen wir das.